Willkommen zu einem neuen Teil von The Witcher Wild Hunt Hearts of Stone. Ja, wir sind jetzt hier schon direkt vor der Pinte, in der Olg jetzt sitzt, wo wir ihm sein Haus vorbeibringen sollen. Ich habe das deswegen gemacht, weil wer die letzte Folge gesehen hat, ich war total überladen und habe mich jetzt erstmal etwas erleichtert. Sprich, habe alles verkauft und bin dann direkt schon hier hingerannt und nehme halt jetzt erst auf, weil das war jetzt so spannend nicht. Nun marschieren wir also rein und schauen mal, was passiert, wenn wir Olg jetzt in sein Haus vorbeibringen. Da bin ich auch ganz aufgeregend. So. Da warte ich, bis sie billiger. Dach Olgiert. Wir müssen reden. Bin ganz Ohr, Hexer. Das Säbel, blablabla, das haben wir alles schon gehabt, ne? Du und Ophiri, ich will mir... Ja, das. Sag mal, wie hast du den Ophiri kennengelernt, den du verwünscht hast? Du bist aber neugierig. Na und? Du redest doch gerne über dich. Das kann ich nicht leugnen. Der Ophiri war ein Kronprinz auf Reisen. Er wollte fremde Länder und Gebräuche kennenlernen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Zufällig lag mir an dieser Frau sehr viel. Aber mit einem Edelmann aus fernen Landen konnte ich nicht mithalten. Sie wurde dem Ophiri versprochen, obwohl sie mich liebte. Du hättest seine jämmerlichen Versuche sehen sollen, sie zu bezirzen. Als sie fragte, warum er als Kaufmann verkleidet reise, sagte er, er wäre wie ein Frosch im Märchen. Ein Kuss und er würde sich in einen Prinzen verwandeln. Ein Frosch wollte er sein. Konnte er haben. Ja. Ein wenig verstehen kann man das, nicht? So ein ganz klein wenig. Okay. Ich habe etwas für dich. Ich mag Geschenke, aber ich packe sie lieber alleine aus. Hey Jungs, passt auf die Fässer auf. Ich gehe mit Geralt schwatzen. Komm. Ah. Besser. Also, was hast du für mich? Max Borsolis Haus, wie verlangt. Ah, Horst muss kochen vor Zorn. Tut er nicht. Nicht? Er tut gar nichts, außer tot sein. Wie sein Bruder. Und noch ein paar. Nerven hast du. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie für ein Massaker reichen. Die Situation ist eskaliert. Wer kennt das nicht? Hier ein bisschen Met, da etwas Bilsenkraut und hoppla, da rollen sie schon wieder die Köpfe. Niemand weiß warum. Ich bin nicht amüsiert. So war es ja nicht. Warum nicht? Im Unterschied zu dir macht mir Töten keinen Spaß. Um die Borsodis ist es nicht schade. Hurensöhne, einer wie der andere. Eieiei. Horsts Bruder. Wusstest du von ihm? Durchaus. Ewald war in bestimmten Kreisen berühmt. In welchen? In solchen, in denen edle Hexer selten verkehren. Er hat gegen Geld gemordet. Keine Fragen. Kein Wimpernzucken. Stets extravagant. Ohne seinen verdammten Nachnamen hätte ich ihn wohl ins Unternehmen geholt. Wozu brauchst du die Papiere? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Ich habe von einer gewissen Klausel im Testament des alten Max erfahren. Darin steht, dass seine Söhne sich mindestens einmal jährlich zu Belletrine treffen und die Hände reichen müssen. Ansonsten muss das Auktionshaus versteigert werden. Der Erlös geht an das Vilnerius-Hospital. Der Alte hat wohl geahnt, was passiert. Horst und Ewald sind jetzt hin. Aber dank dieser Papiere werden ihre Verwandten das Auktionshaus nicht erben. Die Familie hat es endgültig verloren. Und das Hospital hat genug Geld, Mittellose kostenlos zu behandeln. Wie edel von dir, dich so um Bedürftige zu sorgen. Die Bedürftigen sind mir scheißegal. Sollen sie mit der Stadt zusammenkrepieren.
Ich wollte nur eins. Rache. Habt ihr gesehen? Also der Ulgiert hat entweder extreme Dauerflatulenzen, dass deswegen sein Cape unten so wackelt, oder aber es zieht in der Hütte. Eins von beiden. Auf jeden Fall schwingt sein Mantel doch recht erheblich. Mal gucken, ob man es gleich nochmal sieht. Welches Problem hast du mit den Borsodis? Haben sie dich aus einer Auktion geworfen? Schlimmer. Sie haben mich aus meinem Haus geworfen. Willst du das wirklich wissen? Ja, klar. Sonst hätte ich nicht gefragt. Frech wie eh und je. Meine Familie hat sich verschuldet. Schlechte Investition in ein Sägewerk, Ernteausfall, verlorener Prozess. Wenn es kommt, dann dicke. In ein paar Wochen wären wir wieder auf die Beine gekommen. Aber Horst Borsodi kaufte die Schuld und verlangte die sofortige Rückzahlung. Ich bettelte und flehte. Ich riss mir auf seiner Schwelle das Hemd auf. Es war vergebens. Ich war bei der Auktion und sah, wie parfümierte Wichser das Schwert meines Vaters kauften. Die Totenmaske meiner Mutter, das Zaumzeug meines Bruders. Horst hat gut daran verdient. Dann wundern mich deine Animositäten nicht. Das war erst der Anfang. Die Eltern meiner Iris erfuhren vom Unglück meiner Familie. Und die Verlobung war futsch. Sie fanden einen anderen für sie. Aus Übersee. Ich dachte, ich muss sterben vor Zorn. Ging zur Taverne, trank eine Runde und noch eine. Ich prügelte mich und trank weiter. Und dann bat ich den Falschen um Hilfe. Und dann? Ah, was dann geschah, ist nichts als ein dampfender Haufen Scheiße, Hexer. Na, was willst du noch? Brauchst du immer noch was? Ja, also man kann seinen Hass auf die Borsodis absolut nachvollziehen, ne, was er gemacht hat oder was ihm zugestanden oder zu passiert ist. Seine gesamte Familie wurde letztendlich um alles gebracht, er selber wurde um alles gebracht, seine Liebe hat er verloren. Da kann man schon mal ein wenig aus der Bahn geraten, ne? Also das ist absolut nachvollziehbar. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht und ganz ehrlich, Horst und Eduard. Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Um die ist es nicht schade. Der dritte Wunsch. Sag ihn mir. Moment, Geralt. Ich muss etwas erledigen. Dann reden wir. Du da! Hol den Hering aus dem Fass. Nicht so trödeln! Oh, ist der schmutzig. So, bereit zuzuhören? Oder ist es dir immer noch scheißegal, was ich zu sagen habe? Ich bin bereit. Ich höre. Gut. Geh zu deinem Herrn und sag ihm Folgendes. Seine dreiste Forderung hat mich sehr betrübt. Das Gastrecht ist mir heilig. Und dem Diktat eines ungehobelten Wildschweins beuge ich mich nicht. Verstanden? Ich werde ihn bald besuchen, um seine Anpassungsbereitschaft zu testen. Du reitest los und kündigst mich an. Schone das Pferd nicht. Klar? Ja, verstanden. Gebt dem Mann ein Pferd und lasst ihn ziehen. Komm, Hexer. Wir müssen draußen reden.
Die Ophiri glauben, dass man wichtige Angelegenheiten unter freiem Himmel mit den Göttern als Zeugen besprechen sollte. Cool. Ich find das cool. Ja, was haben wir denn da? Ja, was? Wo haben sie den in den Fass gesteckt? Genau. Was war da mit dem Fass los? Wir haben unterwegs zum Essen fassen im Gasthaus eines Herrn Unverzagt Halt gemacht. Wie üblich ging es etwas rau zu und laut. Diesem Unverzagt passte unser Betragen nicht. Er ließ uns ausrichten, wenn wir je wieder kämen, würden wir hängen. Ihr habt das Gasthaus niedergebrannt? Ich habe dem Wirt eine großzügige Entschädigung dagelassen. Leider hielt er es nicht für nötig, seinem Herrn was davon zu sagen. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass mich jemand Hurensohn genannt und mir mit dem Tod gedroht hat. Solche Drohungen klingen wie Einladungen. Ich gedenke, sie anzunehmen und in die Gegend zurückzukehren. Ja. Du hast dir manchen Feind gemacht. Irgendwann wird dich einer davon bezwingen. Nicht heute und nicht morgen, aber früher oder später. Und weswegen soll mich das betrüben? Ich fühle weder Furcht noch Reue. Die Weisen von Ochsenfurt sagen, es gebe keine Götter. Nach dem Tod ist nur Leere. Die Leere kenne ich schon. Der Tod wird mir vertraut sein. Wenn er sich da mal nicht vertut. Ich habe dir zwei Wünsche erfüllt. Erzähl mir vom dritten. Oh, sind wir aber selbstsicher. Stolz, furchtlos, der eigenen Stärken bewusst. Dritte Aufgabe, wenn's recht ist. Die Mutationen haben dir die Emotionen genommen. Sag, hast du je geliebt? So richtig, meine ich. Wir lieben sogar richtig. Aber ich sag's ihm. Doch, ich sag es ihm. Ja, ich habe geliebt. Können wir jetzt zur Sache kommen? Sollen wir uns nicht lieber reinsetzen und bei etwas Feuerwasser plauschen? It's bald. Wir trinken, wenn die Aufgabe erledigt ist. Das ist wohl nicht möglich. Wenn du sie erledigst, ist das mein Ende. Wenn nicht, kommst du nicht wieder. Dritter Wunsch. Ich warte immer noch. Mann, bist du stur. Also gut. Hör gut zu. Ich hatte mal eine Frau. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, gab ich ihr eine lila Rose. Bring mir die Blume. Ich will mich daran erinnern, wie sie ausgesehen hat. Ach, und wann war das? Die Blume ist doch längst verwelkt und zu Staub zerfallen. Du wolltest meinen Wunsch hören. Das war er. Erfüll ihn. Ich statte jetzt diesem Unverzagt einen Besuch ab. Aber einer meiner Männer bleibt hier. Er wird mich finden. Falls du Erfolg hast, versteht sich. Du könntest mir wenigstens sagen, wo deine Frau ist. Sie ist tot. In meinem alten Anwesen östlich des Hofs von Martin Föll. Ich würde dir gutes Gelingen wünschen, aber... Nun, du verstehst schon. Leb wohl, Geralt. Begegnet? Ja, begib dich zum Hof. Zum von Everick Anwesen, ja. Lass mich mal raten. Die Frau ist tot und... Was ist denn jetzt hier lang? Das Navi hat den Megaknall. Guckt euch das an. Jetzt renne ich hier runter, sagt mir das Navi in eine andere Richtung. Jetzt drehe ich um, renne in die andere Richtung. Ja. Ah, jetzt hat es sich eingespielt. Okay. Ja. Also, wir sehen uns gleich beim Von Everick Anwesen. So, jetzt sind wir hier beim Von Everick Anwesen. Ich lass mich mal überraschen. Hey, da kannst du mich hören? Einfach so reinkommen. Ja. Wer ruft denn da? Völlig verrostet und überwuchert. Ich brauche einen anderen Eingang. Da ist er. Kendrick! Kendrick! Bist du da?
Nicht so laut. Oh, Bretter, hast du mich erschrocken? Nicht so laut, habe ich gesagt. Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Melitele, was mache ich hier bloß? Warum haben die alle so ein dreckiges Gesicht? Kennen die kein Wasser? Ist ja unfassbar. Oder arbeiten die alle unter Tage? So, wer ist denn Kendrick? Kendrick? Wer ist denn das? Wir sind Partner. Wir steigen in verlassene Häuser ein. Irgendwas finden wir immer. Mhm. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schert's? Kendrick wollte die Tür öffnen. Ich hab Wache gestanden. Da hab ich seine Lampe zerspringen hören. Dann nichts mehr. Ich hab gerufen, aber... Was war das? Einer dieser Neblinge, die du erwähnt hast? Nein. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom... Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Schickes Anwesen, wirklich. Ja. Also wie soll ich bei dem Nebel eine Rose finden? Erstmal schauen wir mal hier. Suche nach dem Komplizen des Diebes. Ich suche das Gelände des nach einer lilafarbenen Rose. Also. Fangen wir mal hier an. Frischer Dung. Haben wir da? Upsala. Das Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss. Recht abgenutzt, viel benutzt. Frage mich von wem. Und? Ein Grab? Hier? Was machst du an einem Ort wie diesem? Verschwinde besser, ehe dir was geschieht. Habt ihr die Augen gesehen? Diese komisch silberfarbenen Augen? Ich speichere mal ab, weil hier kommt mir das irgendwie nicht so ganz geheuer vor. Weiter nach oben, sagt er mir. Oder? Kaputte Lampe und zertrampelter Boden. Hier wurde was entlang geschleift. Eine Leiche. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Okay, lass mal gucken. Geht's da oben? Da geht's weiter. Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Szenen einer Ehe. Aha. Da bin ich. Oh. Öffne das Tor. Ey, da geht's doch gleich. Ey, warte mal. Ich glaube, wir kriegen gleich mächtig Ärger. Und jetzt eine Karte, die hat auch so komische Augen. Zisch ab, Mieze. Hier ist es. Was ist das?
Gräbt da jemand? Ich höre den hinteren da. Kann ich mit der auch reden? Nein. Wo denn da? Ein Dietrich. Muss dem anderen Dieb gehört haben. Okay. Da wir uns kurz vor dem Ende befinden, dieses Add-ons, gehe ich mal davon aus, dass wir einen etwas schwereren Gegner bekommen. Gräber ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey, hörst du mich? Der andere Dieb, verstümmelt. Wer bist du? Nimm die Beine an. Ach du Scheiße. Verdammt. Nein, ich hab noch Art. Was ist das denn für ein Scheiß? Quen. So. Autsch. Dass ich. Was ist das? Dass ich. Art habe. Ob die jetzt, ob das diejenigen sind, die er zuvor eben beerdigt hat. Mein lieber Kukuschinski. Himmel, Herrgott. Ich hab noch nicht den richtigen Rhythmus. Den man so braucht, um den Pendel oder Pedal. Wirklich zu begegnen. So. Also. Meine Herren. Oder?
Immer noch nicht. Oh. Himmelarschendonnerwetter. Kein Gesicht, deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Aha. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Okay. Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Also Hund und Katze, oder wie? Spaten des Pedals. Ja, nehmen wir den mal. Gucken, haben wir da oben noch was gefunden? Noch zu finden? Auf jeden Fall ist der Mr. Pedell. Hey. Eine Bürste mit Blumenmuster. Hübsch. Mhm. Macht doch Sinn, sich mal ein bisschen umzuschauen, ne? Ja, okay, da ist nichts. Dann schauen wir mal jetzt. Was wir da oben so finden. Das war ein Vieh. Kommen wir hier rein? Ich habe Angst. Mhm. Klar, auch hier wird gesoffen. Also. Salpeter und Zwergschnaps. Denn da kommen wir nicht durch. Da könnten, Moment mal, noch ein Bierchen mit auf dem Weg. Hm. Können wir da irgendwie hoch? Nee. War da eine Stimme? Oder habe ich schon Halluzinationen? Können wir denn da noch aufnehmen? Schnappes. Ja.
grün schimmerndes Bild. Was zur Hölle? Ja, Erscheinung. Ja, eine Erscheinung. Ich muss vorsichtig sein. Absolute. Geh schon mal auf Erden. Mal hier. Kovi und Povis. Ich werde auf jeden Fall noch die Lesestunde machen, fällt mir da ein. Ja, also wo ich die restlichen Bücher, die noch so da sind, alle vorlesen werde. Oh, da graut es mir jetzt schon vor, aber das mache ich. Ja. Das Chroniken von, haben wir doch schon tausendmal gehabt, oder? Chroniken von Redanien. Ein ophirischer Kilidisch. Aha. Meisterlich gefertigter Kavalleriesattel. Moment. Den wollte ich mir mal eben angucken. Der ist sogar besser als den, den wir haben. Das ist ja ganz ausgevorzüglich. So, was haben wir hier noch? Prozent Rüstungsdurchbruch, A-Zeichen. Art und Igni, besonders stark, kritische Trefferchance. Boah. Jetzt habe ich gerade das Schwert gepimpt. Mit, ne, 13% Chance auf Verbrennen insgesamt. Da kriege ich so ein Ding hier. Guckt euch das Ding an. Na? Die behalten wir jetzt erstmal. Die Waffe wird jetzt erstmal behalten. Jetzt werde ich einfach mal hier auch mal ein bisschen was verbessern. Weil wir haben doch es mit recht kräftigen Gegnern zu tun. Und wir dürfen noch was lesen. Iris. Was zum Teufel war das? Oh. Oh oh. Ja, liebe Leute. Ich mache mal Folgendes. Ne? So, auf die normale Ansicht und wartet mal. So, hm? Ja. Ja. Und hier mache ich erstmal Schluss. Tut mir leid für den Cut, aber bevor wir jetzt weitermachen, muss ich mich erstmal sammeln. Es spukt hier, es ist ein bisschen spooky. Und Klein Alien hat Angst, ne? Okay, ich wünsche euch bis hierhin viel, oder ich bedanke mich bis hierhin für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr dabei geblieben seid. Erzählt's weiter, empfehlt mich weiter und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe doch sehr. Es würde mich sehr freuen, wenn ein paar Leute mich noch auf den letzten Metern hier bei Hearts of Stone, vielleicht auch dann bei dem noch letzten Add-on, begleiten würden. Okay, bis dahin. Ciao. Macht's gut. Euer Alien.